Ich verstehe. Ihr seid also Crystalia begegnet. Und sie sagte, dass der Albtraum von Azura durch eine Verzerrung im Raumgefüge verursacht werde. Yep. Wenn sich nichts daran ändert, dann werden alle Pokémon genau wie Azura in einen unendlichen Schlaf versinken. Das hat Crystalia gesagt. Yep. Wenn das alles stimmt, haben wir ein schlimmes Problem. Wir müssen etwas tun. Also, Plaudergeil, was weißt du über Cresselia? Ich weiß von diesem Pokémon, aber nur vom Hörensagen. Es heißt, Cresselia erscheine nur in der Nacht des Viertelmonds. Es heißt weiter, sie könne emotionale Wunden anderer Pokémon einfach mit dem sanften Licht ihres Körpers heilen. Oh, sie macht, nein, keinen so freundlichen Eindruck. Noch eine Sache über Cresselia. Man sagt, dieses Pokémon habe eine mystische Kraft, die Dunkelheit bannen könnte. Die Kraft Dunkelheit bannen? Hey, nur damit ich das nicht falsch verstehe. Wenn wir nichts unternehmen, dann werden alle Pokémon der Welt für immer einschlafen. Hey, das bedeutet, wir müssen jetzt etwas tun, um die Verzerrung des Raumes zu beheben. Hey, Katharina. Sagte Cresselia zufällig etwas von... Nun sagte sie etwas darüber, wie die Verzerrung des Raumes aufgehalten werden kann? Was? Wie man die Verzerrung des Raumes aufhalten kann? Warum bist du so hibbelig? Habe ich dich etwas Seltsames gefragt? Nein, das Gesagte hat nichts damit zu tun. Tut mir leid, ich habe gerade an etwas anderes gedacht. So, ein Weg, um die Verzerrung des Raumes aufzuhalten. Nö, ich erinnere mich nicht, dass Cresselia etwas dazu gesagt hätte. Ah, verstehe, das ist bedauerlich. Naja, was soll's. Schauen wir uns die Verzerrung des Raumes einmal gemeinsam an. Wenn wir das nicht tun, können wir die Aufbereitung des Albtraums nicht verhindern. Plattergeil! Ja, Genmeister. Alles klar, Leute. Wir gehen für heute auseinander. Und ab morgen forscht jeder individuell nach, was mit der Verzerrung des Raumes selbst auf sich hat. Jawohl, ja, das wird erledigt. Alles klar, wegtreten. Holja, die Warnfee. Es ist nachts. Als wir in der Gilde waren, als Dramato uns fragte, ob wir wüssten, wie die Verzerrung des Raumes aufzuhalten sei. Ich habe gelogen, ohne mit einer Wimper zu zucken. Wie wir wissen, gibt es einen Weg, die Verzerrung zu stoppen. Dazu müssten wir einfach aus dieser Welt verschwinden. Wie hätte ich das über uns sagen sollen? Aber hätte ich es allen erzählen sollen, wäre es richtig gewesen? Hey, Dusty, was sollen wir jetzt bloß tun, wenn wir verschwenden, ob die Welt dann gerettet wäre? In diesem Fall wäre es vielleicht das Beste, was wir tun könnten. Alter. Oh, Katharina. Ich halte es nicht aus. Ich fühle mich ausgelaugt und den ganzen Sorgen. Legen wir uns schlafen. Das wäre das Beste. Es ist nochmal nachts. Kann nicht schlafen. Katharina schläft schon, nehme ich an. Aber ich muss mich fragen, wie ich es verstehe, verursachen wir die Verzerrung des Raumes. Aber wieso treibt das die Welt in den Abgrund? Ich kann es immer noch nicht glauben. Beim ersten Mal dachte ich, es wäre alles nur ein Traum gewesen. Aber dann diesem zweiten Traum, als mir von der Verzerrung des Raumes erzählt wurde, von da an begann ich zu denken, dass es vielleicht wahr sein könnte. Hey, dabei fällt mir ein, dass am Morgen, nachdem ich diesen Traum hatte, Katharina sprach mit mir. Warum bist du so gedankenverloren? Das kenne ich gar nicht von dir. Komm schon, zeig etwas Elan. Katharina ist sogar noch schwungvoller als gewöhnlich, aber Katharina könnte recht haben. Katharina war ungewöhnlich gut drauf damals, aber Katharina war gerade vom gleichen Traum über Cresselia aufgewacht, den ich auch hatte. In dem Moment musste ich Katharina absichtlich fröhlich um mich herum verhalten haben, weil Katharina vermutete, dass ich genau den gleichen Traum gehabt hätte, aber mich daher aufhalten wollte. Katharina muss auch Angst gehabt haben, aber Katharina war viel besorgter um mich. Ist das süß. Und dann in den Albtraum von Azure, was Cresselia sagte und was sie zu tun versuchte. Es hat mich niedergeschmettert, aber genau deshalb.
Genau deshalb darf ich den Mut nicht verlieren. Meinen Mut nicht verlieren. Mut. Gute Nacht. Es ist nächter als die Nacht. Katharina ist nicht hier. Vielleicht draußen? Vielleicht draußen? Na, lass sie. Du bist auch schon wach, was? Ich habe kein Auge zugemacht. Hey, Dusty, dürfen wir wirklich nicht hier bleiben? Können wir nicht in dieser Welt bleiben? Als wir die Jäger im Zeitturm bekämpfen, du hast gekämpft, obwohl du wusstest, dass du verschwinden würdest. Denn sogar wenn du verschwinden solltest, du dachtest, es würde die Welt retten. Warum hast du es getan, oder? Wenn es so ist, vielleicht sollten wir dann dieses Mal das Gleiche tun. Ich wusste zwar, dass ich gegen die Jäger kämpfte, als dass ich verschwinden werde. Weil wir Erfolg hätten. Aber das musste getan werden, um die Lähmung des Planeten zu verhindern. Damals war ich bereit, für die Rettung der Welt zu verschwinden. Ich fühle jetzt genauso. Aber ist die Situation wirklich gleich? Irgendwas fühlt sich diesmal anders an. Oh, Dusty, was meinst du dazu? Sollen wir wirklich aus dieser Welt verschwinden? Ich weiß es nicht. Oh, du weißt es nicht? Du denkst bestimmt, wir sollten verschwinden, Dusty. Wenn dem so ist. Aber irgendwas ist komisch. Komisch? Was ist komisch? Alles, was Cresselia sagte. Was genau war sonderbar an dem, was Cresselia sagte? Aber unabhängig davon haben wir auch bei der Glitzerquelle herausgefunden, dass wir die Verzerrung des Raumes bewirken. Und wenn Azu wegen der Verzerrung nicht aus seinem Alter aufwachen kann, wir müssen wohl glauben, dass man uns gesagt hat. Oh, das stimmt. Aber irgendwas ist diesmal anders, was das Verschwinden betrifft. Ich weiß, dass etwas anders ist. Aber was ist es? Ich muss darüber nachdenken. Das ist es, das stimmt. Das ist anders als zuvor. Damals mit der Alke hatte ich keine andere Wahl, als zu verschwinden. Ich muss das Katharina erklären. Wie bitte? Ist es diesmal anders? Was ist anders? Was? Beim Zeitturm warst du bereit zu verschwinden? Aber das ist diesmal nicht so? Was? Du hast damals im Zeitturm getan, was zu tun war, weil du es musstest? Du hast deine Zukunft verändert, weil du wusstest, dass du zum Weltfrieden führst? Deine Wahl war nicht die, ob du verschwinden solltest. Aber dieses Mal kann niemand sagen, was passiert, wenn wir verschwinden. Dieses Mal nicht. Wir wissen also nicht, ob danach wieder Frieden in diese Welt einkehrt. Du sagst also nicht an dieser Sache, sei sicher? Das ist wahr. Es ist wahr, dass die Dinge nicht völlig sicher sind. Aber du bist ein Mensch aus der Zukunft. So viel steht fest. Ich ging in die Zukunft und kam dann zurück in diese Welt. Und es scheint, dass der Raum sich unseretwegen zu verzerren beginnt. Wir können nicht leugnen, dass wir die Geschichte verändert haben. Das muss bedeuten, dass es wahr ist, was uns erzählt wurde. Oh. Es wird hell. Die Sonne geht auf. Es ist wunderschön. Ein schöner neuer Sonnenaufgang. Oh, da ist die. Wenn ich die Sonne so aufgehen sehe, kommen die Erinnerungen in mir hoch. Ich habe die Sonne von hier aus schon aufgehen sehen. Das ist nicht das erste Mal. Das erste Mal, da war Webten dabei. Yep, erinnerst du dich, als wir aus der Zukunft zurückkamen? Wir haben hier geschlafen. Zu dem Zeitpunkt habe ich den Sonnenaufgang hier zum ersten Mal gesehen. Ich muss mich gerade an etwas bei diesem ersten Mal erinnern. An etwas, das Webter mich fragte. Aber als alles verloren schien, da hast du dich geweigert aufzugeben. Sorry, ich hatte schon aufgegeben.
Was hat dich angetrieben? Wie hast du es geschafft? Wie konntest du so stark bleiben? Ich habe nicht aufgegeben, als wir versuchten, aus der Zukunft zu fliehen. Reptile fand das vermutlich seltsam. Darum fragte mich Reptile wohl, warum ich nicht aufgeben wollte. Aber ich hatte keine Antwort. Ich wusste nicht, warum ich damals so tapfer bleiben konnte. Aber ich habe darüber nachgedacht und begann zu verstehen. Nun, das frage ich mich auch. Ich weiß es wirklich nicht. Aber vielleicht... Vielleicht war es... Weil das sie mich dass sie mir beigestanden hat. Dass sie? Das war es. Ich schaffte es, tapfer zu bleiben, weil du immer bei mir warst. Das wurde bei mir dann endgültig klar. Das habe ich Reptile gesagt. Kurz bevor wir Reptile im verborgenen Land verloren haben. Katharina, Ende der Fahnenstange. Ich nehme Zwölfels mit in die Zukunft zurück. Wie bitte? Was? Kann niemals mehr hierher zurückkommen. Pass gut auf das dir auch. Versprich mir das. Aber deinen Platz einnehmen, Reptile, das kann ich nicht. Du musst und du wirst, weil du es kannst, Katharina. Ihr beide seid das beste Gespann, das es gibt. Reptile hat mir seinen letzten Wunsch anvertraut. Ich schäme mich. Oh, Dusty, wenn du nicht aufgibst, dann gebe ich auch nicht auf. Es muss noch irgendwas gehen, was wir tun können. Es muss einen Weg geben, wie wir die Dinge richten können, ohne dass wir verschwinden müssen. Das stimmt. So kenne ich dich. Wir müssen dranbleiben. Lass uns einen Ausweg finden. Oh, Dusty, ich überlege gerade. Vorher ging es darum, dass die Zeit zerstört wurde, richtig? Nun verzerrt sich das Raumgefüge. Die Zerstörung der Zeit und die Verzerrung des Raumes. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber die Zerstörung von Zeit und Raum, das muss irgendwie zusammenhängen. Zeit und Raum, ein möglicher Zusammenhang? Erinnerst du dich, als die Zeit zusammenbrach? Labras gab uns viele Einblicke in den Zeitturm. Also was die Verzerrung des Raumes angeht, denkst du, Labras könnte darüber etwas wissen? Nun ja, eigentlich. Es wäre nicht verwunderlich, wenn Labras darüber wissen müsste. Ich wusste, du würdest mir zustimmen. Okay, das wäre geklärt. Machen wir uns auf zu Labras. Auf dem Strand. Okay. Oh Gott. Gehen wir aber erstmal zum Strand. Dann die Story ist jetzt erstmal wichtiger. Nein, 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 nein. Nein. Mann. So. Hör mal, Labras. Es gibt etwas, das wir dich gerne fragen würden. Wir untersuchen die Verzerrung im Raumgefüge. Die Verzerrung des Raums selbst. Ja, und wir würden gerne alles wissen, was du drüber weißt, Labras. Kannst du uns helfen? Weißt du irgendwas? Tut mir leid, ich weiß nichts über die Verzerrung des Raumes. Oh, verstehe. Allerdings, ich kenne ein Wesen, das das Raum selbst verkörpert. Wie bitte? Ein Wesen, das den Raum selbst verkörpert? Ja, Zeit und Raum sind eng miteinander verbunden. Also so wie die Jäger über die Zeit selbst gebietet, so gibt es ein Wesen, das über das Raumgefüge wacht. Dieses Wesen, wer ist das? Sein Name ist Palkia. Diesem Wesen sagt man die Fähigkeit nach, den Raum selbst verzerren zu können. Und die Raumspalte soll sein Reich sein. Dieses Wesen, das über den Raum gebietet, Palkia. Noch ein Wesen wie der Alka. Wenn wir Palkia treffen, könnten wir vielleicht etwas über die Raumverzerrung erfahren. Also, wie gelangen wir zur Raumspalte? Kannst du dorthin reisen, Abbas, genauso wie zum verborgenen Land? Ich enttäusche euch ungern, aber ich kann nicht zur Raumspalte reisen. Ich weiß nicht mal, wo sie liegt. Mehr kann ich euch nicht sagen. Oh, na gut. Es tut mir leid. Tut mir leid, dass ich keine große Hilfe bin. Nein, nein, es macht nichts. Es ist eine große Hilfe, dass wir von Palkia wissen. Danke, Labras. Wir forschen ab hier allein weiter. Okay, Raumspalte also. Also eigentlich wusste Labras nicht viel über die Verzerrung des Raumes, aber vor ihm
Von ihm wissen wir, dass Pike ja den Raum selbst kontrolliert und dass dieses Wesen in einer Raumspalte wohnt. Pike, ja, was? Wenn wir Pike finden, können wir es auch über der Raumverzerrung befragen. Aber wir wissen nicht, wo die Raumspalte ist. Das ist jetzt wohl noch kein Grund zur Sorge. Forschen wir morgen weiter danach. Aufgeben wird nicht, Dusty. Es ist nachts. Oh, Erschütterung? Oh, habe ich euch endlich gefunden. Die Schande, die den Raum verzerrt. Wer bist du? Ich bin Pike. Ich herrsche über den Raum. Ich gebiete über die drei Dimensionen. Pike? Du bist Pike? Ihr könnt nicht fliehen. Dies ist euer Ende. Oh. Oh. Wo sind wir hier? Dies ist mein Herrschaftsgebiet, die Raumspalte. Was? Das ist die Raumspalte? Ihr wagt es ohne meine Erlaubnis, den Raum zu verzerren? Ich werde mich eurer jetzt entledigen. Was? Das ist das Ende. Oh, was machst du? Hinter uns ist absolut nichts. Tja. Sie sind gefallen. Aber von mir gibt's keinen drin. Uah. Oh, oh, oh. Uff, alles okay, Dusty? Sieht so aus, als wären wir irgendwo anders gelandet. Aber das war echt ein Schock. Wer hätte gedacht, dass die Dinge sich so entwickeln würden? Ich verstehe das nicht. Warum hat Pike uns plötzlich angegriffen? Es hat uns wohl wegen der Verzerrung des Raumes angebrüllt. Pike erschien zu wissen, dass wir für die Verzerrung des Raumes verantwortlich sind. Und dann griff es uns an. Aber ich verstehe nicht, warum. Eins ist sie lustig, ja, Pike versucht uns loszuwerden. Vielleicht plant es einen neuen Angriff. Wir sollten so schnell wie möglich von hier verschwinden. Lass uns bald wie möglich gehen. Okay. Machen wir im nächsten Part weiter. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und dann geht's spannend weiter hier bei Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungs den Himmel. Bis dahin, haut rein, Leute, und ciao.